Und normal würde ich jetzt sagen, hallo bei Ark. Diesmal nicht, weil das Video kriegt nur einer. Ja, du siehst, ich bin in meiner Basis. Ich habe mir ein hübsches Plätzchen ausgesucht. Und du bist schuld, dass ich das Video gerade aufnehme. Ja, wie meintest du vorhin, deine Pachis brauchen Kerzenschein und so ein Gedöns. Ja, und ja. Du musst mir solche Dinge auch immer wieder im Kopf setzen. Ja, Romantik. Na gut, schauen wir mal. Natürlich aus Fetsch, weil es besser ausschaut. Ja, das habe ich natürlich befürchtet. Es war irgendwie so klar. Und ich habe natürlich keine Ceilings hergestellt. Aber bei doch, ich brauche die normalen Roofs. Warte mal, die kann ich vielleicht sogar, genau. Nein, ich wollte die beide. Schaut doch schon mal ganz nett aus, oder? Ja, jetzt kommt das nächste. Was brauchen wir auf dem Boden? Na, natürlich brauchen wir da Pillar. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo ich die überhaupt setzen kann. Wobei, ich könnte sie in der Mitte machen. Oh ja. Aber ich wollte es eigentlich. Ist jetzt eine gute Frage. Nein, ich mache es so wie geplant. Setze ich da drauf, der Pillar. Dankeschön. So, da oben drauf brauchen wir jetzt noch was. Ja, habe ich vorher schon gesagt, ich habe die Roofs vergessen. Ja, ich habe sie schon wieder vergessen. Kann ich das jetzt noch herstellen? Oder muss ich schon wieder zum Lagerhaus rennen? Ich kann. Das ist genau das, was ich befürchtet hatte. Wunderbar. Ja, super. Schauen wir mal, ob wir tricksen können. Trick 28. Können wir natürlich nicht. Okay, dann müssen wir es anders machen. Das geht jetzt natürlich auch nicht. Boah. Spiel mag mich fertig machen. Ja, dann probieren wir es anders. Da hinten rennt ein Obi, der sich sicher gerade fragt, was ich da treibe. Mir egal, ich bin gerade auf KMTS. Okay, da kann ich gar nicht. Gut. Dann muss ich das anders bauen. Ja, mit einer Foundation wird es auch gar nicht gehen. Dann machen wir das Ganze so. Ach, das würde jetzt gehen, das ist aber interessant. Und da herüben nicht. Okay. Da habe ich dich heute schon verflucht dafür, dass du mir diverse Dinge immer wieder im Kopf setzt.
So geht's natürlich auch. Aber es passt dann nicht mehr so schön in meinen Plan. Jetzt hatte ich eigentlich gehofft, dass ich die Dachschrägen dann so hier am Rand anbringen kann. Aber nein. Na gut, dann schauen wir mal, wie ich es mit Umweg machen kann. Was fehlt man jetzt gerade? Thatch, na gut. Nee, das war der Fiberschrank. Ups. Oh, ich bin ein Kambat. Na gut. Ich brauche noch Roofs. Und zwar eins, zwei. Ich bin immer noch zu schwer. Achso, das Fetch, dadurch wäre ich ja schwerer, oder? Was haben wir denn? 313. Schauen wir mal. Die brauche ich auch noch. Und zwar mehr als zwei. Da fehlt mir jetzt natürlich Holz, Fetch und Fiber. Ich habe übrigens auch überlegt, ob ich dir den Affen mache, aber die legen ja keine Eier, ist mir dann aufgefallen. Ach, das geht?
Ah ja, so klar. Ein Fleck muss ich entscheiden, da geht's nicht. Aber das macht ja nichts. So. Ich brauche jetzt das hier und das hier und das hier. Ich würde sagen, da hat man einen schönen Ausblick. Ja, doch. Man kann aber sagen, warum die jetzt nicht mag. Oh nein, mein ganzer Plan. Die Fackel. Oh Mann. Ja, eigentlich hatte ich so vor. Moment. So geht's also. Schauen wir mal, ob das jetzt geht. Ob wir den irgendwie austricksen können. Jetzt also stelle ich einen Komposter dazwischen. Ist auch okay. Nein, ist nicht okay. Aha, wenn ich auf dem Sessel springe, klingt's wie Metall. Ja, okay, dann machen wir das halt so. So, und der muss, wie heißt denn das Ding überhaupt? Ja, eigentlich klar, Chair. Wie sonst? Ah, so lässt es mich nicht platzieren. So, und die Benches, die waren jetzt eigentlich nur als Verzierung gedacht. Ich glaube, aber ich mache das mal kleiner. Wobei, nee, das Dach passt so. Da kriege ich es leider nicht symmetrisch. Da hat man ein hübsches Sitzeck. Ja,
Oh, schaut doch ganz nett aus. Da hast du gerade einen Kerzenschein. Ja, und jetzt musst du dann eigentlich nur noch die Paches davon überreden, dass sie sich auch hier bequemen. Dann haben sie hier ein wunderbares Kuscheleck oder so. Ja. Viel Spaß dabei. Auf solche Ideen, auf solche Dinge bringst du mich, ja?